So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Saber Online. In der letzten Folge haben wir die pandorischen Risse in Silverclade Village geschlossen und bei den Arrowwind-Feddern sowie beim Weingut. Und ja, jetzt dürfen wir wieder einen wundervollen Tag warten, bevor wir dann mit der Hauptquest weiter machen dürfen. Aber wir haben zum Glück noch den Avalon, für den wir ja diese 4 Steine gesammelt haben. Und jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt so auf uns zukommt. Jetzt, wo du alle Steine hast, ist es an der Zeit, das Rätsel mit den Runensteinen zu lösen. Es ist ein Puzzle. Ich werde dir nicht verraten, wie es geht. Hier ist es eine Prüfung. Ich erkläre dir lieber die Bedeutung der Runen, dann kannst du selber lesen. So, jetzt kannst du lesen, was auf den Runensteinen steht. Reite nun los und viel Glück. Na, danke. Danke für nichts, aber dann darf ich mich... Allerdings ist eine Art Prüfung. Wie viele Prüfungen muss ich denn noch bestehen, um mich als würdig zu erweisen? So, wo müssen wir denn das nochmal hin? Ach, da. Okay. Können wir ja eigentlich gleich zu Steve's Farm uns transportieren lassen. Und dann muss ich mal gucken, oder beziehungsweise hoffe ich einfach mal, dass ich dieses Puzzle, das sogenannte Rätsel, relativ schnell dann lösen kann. Und was ich mich auch frage, hier im alle so ein bisschen einfach im Backen online wieder mal ist, weil ich ja mich in der Nähe von pandorischen Rissen aufgehalten habe, oder ob das jetzt einfach immer so sein wird oder für einen längeren Zeitraum, weil wir ja immer noch nicht wissen, wie wir halt jetzt Garner bzw. Darkor irgendwie aufhalten können. Naja, vielleicht ist es einfach nur ein Bug. Kann natürlich auch sein. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich ein bisschen verpackt bin bei Star Saber Online. Ich hatte ja einmal dieses Gewitter, was mich ja wirklich einige Folgen lang begleitet hat. Oder dieses wundervolle Glöckeln von diesen Glöckits. Wo ich immer nie wusste, woher kommt dieses Glöckeln. Weil ich ja gar kein Glöckits in der Nähe hatte. Aber gut. Können wir mal gucken. Du bist jetzt bei den Runensteinen. Mal gucken, was da steht. Passiere die Steine von innen nach außen nach den Farben der Erde und vom Kern des Planeten und nach draußen. Okay, gut. Vom Kern. Vom Kern. So, jetzt müssen wir mal gucken, was ist denn ganz außen. Das ist 2... Hier kann ja eigentlich nur der Vulkanstein reinkommen. Ach so. Aber hier standen noch Wassersternstein platzieren. Was soll denn das? Hallo. Ja, das weiß ich doch. Innen mache ich jetzt einfach mal das hier. Ja, ach so, muss ich das machen. Ach so. Nein, dann kann das ja auch wieder. Genau, Erde, dann kommt. Nee, ich glaube, dann kommt jetzt mal Wasser. Nee, Moos. Ich glaube. Ja, warum denn Moos? Das ist doch erst Vulkan, Erde, Moos, Wasser. Ist das Wasser eigentlich. Wasser ist doch oben drüber als Moos, also als jetzt das Bewachsene. Ja. Der Stein ist weg. Oi. Da, wo der Stein war, ist jetzt eine Kiste. Darin befinden sich viele Silbermünzen, eine alte Statue und ein schicker Hut. Es ist Zeit, nach Fabina zurückzukehren und James zu zeigen, was du gefunden hast. Hä? Nee, also ich habe hier die ganze Arbeit gemacht. Ich habe hier die Steine eingesammelt. Ich habe dieses Rätsel mit dieser Not. Lösen müssen. Ich musste hier diese blöden Hinweise von der Mississippi hier alleine lösen. Beziehungsweise die Hinweise erstmal finden. Ja, und vor lauter Schreck bin ich erstmal nach Mulland gerannt. Teufel und gehe zum James und sag, hier übrigens, das ist eine Kiste.
Dann sage ich lieber, ja, also ich habe den Schatz nicht gefunden. Tut mir leid. Ich hätte gerne was abgegeben. Das ist aber leider nicht da. Wahrscheinlich war sie nicht da. Ich glaube, das ist die andere Sache, aber man kann es wenigstens erstmal versuchen. Okay, da okay. Das sind die Rabeneltern. Haha, Vivian, du hast es geschafft. Lass mal sehen. Massenhaft schöne Silbermünzen, eine hässliche Statue und ein Ollerhut. Auf dich kann man sich verlassen und du kannst dich auf mich verlassen. Du bekommst den Hut und die Statue und ich die Silbermünzen. Genau, James. Das ist mehr als gerecht. Du bekommst immerhin zwei Sachen, ich nur eine. Ich weiß nicht, manchmal bin ich zu großzügig. Mach's gut. Bist du noch da? Da? Du, ich habe sehr viel zu tun, aber vielleicht solltest du zum Ratsmann in Falkhof reiten, um den Schatz mit ihm und den anderen zu teilen. Hier, nimm eine Silbermünze Souvenir. Du musst mir nicht danken. Wir sehen uns. Das ist frisch. James, das ist äußerst frisch von dir. Ja, dann sagt, da muss ich zum. Guck mal, sieht aus wie ein Nightstar. Nightstar. So, und dann darf ich bestimmt dann noch zum Butler reiten. Er hat mir auch sein Kartenviertel gegeben. Du hast also den Schatz gefunden. Fantastisch. Was sagst du? James hat alle Silbermünzen genommen. Darf ich mal die Münze sehen, die du da hast? Das ist eine Zinnmünze. Kaum einen halben Schilling wert. Ich nehme an, dass James nicht mal seine Umkosten damit reinbekommt. Aber du hast zumindest ein spannendes Abenteuer gehabt, oder? Warte mal, diese Statue da. Kann ich die mal sehen? Wow, weißt du, was du da gefunden hast? Eine echte Statue von dem uralten Pferdevolk Jorvix. Das ist ein unbezahlbares Artefakt. Die gehört natürlich dem Volk Jorvix und muss ausgestellt werden, damit alle sie sehen können. Da das ein archäologischer Fund des Pferdevolkes ist, muss ich die Statue beschlagnahmen. Du bekommst natürlich einen Finderlohn. Ich sehe zu, dass der Butler und die Frau Hulsworth auch eine Belohnung bekommen. Du hast dem Volk Jorvix einen großen Dienst erwiesen, Vivian. Danke. Und den schönen alten Hut darfst du behalten. Sehr schick. Na gut. Haben wir so irgendwas getriggert? Nein, leider nicht. Okay. Dann, Gott, ich habe schon ein kleines bisschen Angst. Nehmen wir jetzt unser drittes Pferd. Und es tut mir leid, dass ich Goldhob jetzt nur so kurz geritten habe. Die paar Folgen sind wackelig. Dass ich jetzt Nightstar einfach mal so, ja, austausche. Aber ich möchte halt nicht riskieren, dass wir halt, ja, mit einem Warmblut dann ins Tal der vergessenen Dinosaurier gehen. Und dann haben wir irgendwelche Probleme, was halt mit kältebeschädigtem Pferd halt nicht der Fall ist. So, und jetzt ist halt die Frage, ich finde halt das schön. Also das oder das finde ich schön. Kurz gucken, 4201. Obwohl ich aber so Goldop hat so eine ähnliche Fellfarbe, ne, wie das Pferdchen. Und ich meine, man kann sich das immer noch kaufen. Und das ist halt so ein Irish Cob. Das ist halt auch so ein Tinker. Den finde ich halt auch schön, weil der hat halt auch diese braunen Augen. Das passt halt auch zur Fellfarbe. Hier 201, weißt du? So, gekauft. Gut. So, also, ich hatte mir überlegt, dadurch, dass es ja ein Tinker ist, wollte ich mal gucken, ob es da ein Tinkerbell gibt. Also nicht Tinkerbell, aber Tin. Nee, gibt es nicht, kann ich. Okay, so. Gut. Das wird jetzt ein kleines bisschen lustig werden. Nein, Snow, das ist ja kein Snow. Gut, Scarlet hätte natürlich auch was. Oder Rune.
Wir nehmen mal kurz Rune. Und was machen wir denn jetzt raus? Oh mein Gott, das will ich hasse so etwas. Ich hasse wirklich so etwas. Na, ich finde immer, es muss irgendwie zum Pferd passen. Irgendwie. Rune, warte mal, wir nehmen mal kurz A. Angel könnte man natürlich auch nehmen. White, naja. Candy Caramel, nein, es ist ja nicht karamellfarben. Chocolate auch nicht. Chip, na. Chunky würde ich auch nicht nehmen. Classy, Clever, Cloud, Clover, Coco, Coffee. Coffee auch nicht. Daisy auch nicht. Dark Dash, Dawn. Ah, Dragon, Dream, Drop, Dust, Dust. Obwohl Amber hat auch was. Sieht mir aus wie eine Amber. Jo, würde ich schon sagen. Glory, Gold, Grand, Grey, Green, Grim, Hey, Heavy. Holly. Obwohl Holly find ich auch würde passen. Light. Lost. Melody. Melody würde aber auch passen, finde ich. Miracle, Money, Morning, Mouse, Night, Ninja. Pearl, Phantom. Das sind wir ja schon. Okay, wir machen mal Amber. Ja, Amber Bell. Nee, Amber B, Beauty Bold. Amber. Amber. Oh Gott. Amber Cry. Ja, das klingt schon ein bisschen. Ja, wie soll ich sagen? Teil ist ein bisschen melancholisch. Amber. Ambadew. Nee, das ist dann zu viel, finde ich. Ember Echo Effect, I. Emberfall. Das ist so schwierig, wenn das Pferd halt, sag ich mal, so aussieht, wie es. Also, ich meine, es ist, finde ich, ein schönes Pferd. Ember. Ember Gaze. Harmony Hawk, Hazel Hero. Ember Horse, ja. Ist halt Pferd, ne? Ice Jumper, King Knight, Lady, Ember Leaf, Ember Light, Ember Lily. Ember Lucky Madness. Man kann natürlich auch Melody Melody nennen, ne? Das wäre natürlich auch was. Gold. Ne, Ember. Oh Gold, sag ich schon. Ember Moon. Könnte man natürlich auch so, na, so sehen, alles, was so ein bisschen dunkel ist, ist, sag ich mal, ja, nicht Vollmond, und alles, was hell ist, ist der Vollmond. Ember Moon könnte man natürlich nehmen. Ember Nova. Ember Pearl. Hat natürlich auch was Pearl. Aber Pearl hatte ich mir eigentlich für etwas anderes aufgehoben. Ember Queen, Ember Rabbit. Das ist, nee, das ist kein Kaninchen. Ember Rose. Na, wo RR oder Ember Royal? Nein, Royal ist es jetzt nicht. Ember Shade. Shade könnte man natürlich auch nehmen wegen den Flecken. Solo Song. So, Spark, Sparkle, Spy, Spider. Oh mein Gott. Ja, so, was nehmen wir denn jetzt?
Ich hatte Amber Fall. Bei Amber Bell, das klingt, nein, das klingt dann zu viel. Amber Born, no. Amber Fall. Na, das. Ja. Rose würde ich sie jetzt auch nicht in Ruby. Na, Ruby River auch nicht. Red Raspberry. Nein, es ist ja halt auch nicht. Meteor würde ich sie auch nicht nennen. Marvel Luna auch nicht. Jade sieht ja aus wie eine Jade. Guardianfall. Oh, das klingt natürlich auch höchst dramatisch. Aber es passt irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich aus dem Guardianfall. Das können wir uns aber mal merken. Vielleicht für irgendeinen anderen. Für ein anderes Pferdchen. Aber ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich möchte jetzt das Pferd nicht irgendwie beleidigen, aber Angel würde ich eher für ein etwas schmäleres Pferdchen nehmen. Deswegen, Amethyst. Amethyst ist noch lila. Ich würde es immer, wir nehmen immer mal Walross, genau. Violet. Obwohl Violet. Amber. Violet. Violet Nova. Amber Nova. Oh mein Gott, warum tue ich mich immer noch so schwer? Violet. Pearl, nee, Violet Pie. Ich würde sagen, man müsste eigentlich wegen Violet, das ist ja schon ein relativ langer Name, dass wir einfach mal noch was Kurzes hinten rannehmen. Violet, na, Team, nee, ich will kein Tier haben. Oh mein Gott. Das hatte ich schon ganz am Anfang. Violet. Gut. Tiny, also nicht Tiny ist es ja auch wieder nicht. Oh Gott. Stormbell. Na, das Event. Starbell Springs Body. Was hatten wir? Wir hatten. Amberbell. So kann man doch jetzt das Pferd nicht nennen. Vielleicht mache ich auch dann mal einen kleinen Cut und werde euch dann einfach mal dann präsentieren, wie ich mein Pferdchen nennen würde. Wenn sich das in den nächsten 2 Minuten nicht irgendwie entscheidet. Aber ich möchte doch schon gerne andeuten, dass es eigentlich eine junge Dame ist. Amberbell. Amberbell. Das ist doch immer so viel B, also BE, oder? Amber Fall, Amber Fail, Amber Fail. Ja, das ist gerade ein richtiger Fail. Amber. Buddy. Nee, ich will kein Buddy haben. Amber Rings. Amber Ring. Amber Ray. Amber Twin Top Time. Oh Gott.
Amberstone. Aber das, na, obwohl man kann natürlich auch so sagen, Name ist Amber und Stone, weil Stein und Stein ist ja massiv und was ich denke, ist nicht an den kleinen Kieselstein, sondern einen richtigen Stein, also einen Felsen. Amberstone, dass man natürlich dann sagt, okay, weil es halt so, ne, stämmig ist und ne, relativ stark ist, dass es einfach so der Stein, so der Fels in der Brandung ist, Amberstone. Obwohl ich dir sagen muss, wenn ich mir so angucke, gefällt mir das eigentlich doch jetzt, vor allen Dingen mit dem Hintergrund, ne, Stein und Fels in der Brandung, schwer und ist bodenständig, dass man das doch auf sie dann projizieren kann. Amberstone klingt das. Gott, ich hab's getan. Ach Gott, das hat auch nur 5 Minuten gedauert. Amberstone. Na doch, ich finde das doch, wenn man jetzt drüber nachdenkt, ich muss nicht drüber nachdenken, ich habe ja schon vorher drüber nachgedacht, aber jetzt, aber ich sollte, das heißt, ich sollte mir nicht, nein, dieses Wort, ich werde mir auf jeden Fall das mit Angel Fall oder Guardian auf jeden Fall mal aufschreiben, weil dann hat man natürlich vielleicht auch ein paar, also nicht mehr so große Schwierigkeiten, dann hier die ganzen Sachen durchzuklickern. Vielleicht mit Goldhobby ist total leid, dass ich hier jetzt schon wieder so abgebe. Das ist. Muss ich dann auf den Magisch machen. Naja, aber jetzt habe ich mein drittes Pferd. Es wird langsam lebendig in meinem Stall. Aber dann haben wir auf jeden Fall ein Pferd, mit dem wir dann in das Tal der vergessenen Dinosaurier gehen können. Oh Gott, das tut mir so leid, Gott. Das tut mir so leid. Oh Gott, ich habe immer das Gefühl, dass ich dich so ungeliebt fühle. Ich meine, Goldhopp ist ja auch ein schönes Pferd. Das ist ja so richtig. Oh Gott. Und es hat mir ja wirklich ganz, ganz viel. Ne, was heißt bedeutet, aber was wir alles zusammen erlebt haben. Ich meine, das ist gerade. Oh Gott, nein, ich will das hier nicht emotional, weil ich gerade. Weil ich habe mich halt so übelst gefreut auf das Mavari. So richtig gefreut. Weil das ist halt so eine Pferderasse, die finde ich halt mega schön. Neben die Friesen ist es so mit auch meine Lieblings Rassennummer, darf ich auch nicht vergessen. Und jetzt gebe ich halt so ein schönes Pferd jetzt wieder in den Stall ab. Wo es ja eigentlich gar nicht verdient hat, weil es halt so toll ist. Wie muss ich Nightstar führen? Ich meine, es könnte über mich lästern, dass ich ja eine ganz schlechte Reiterin bin. Ich meine, okay, das sieht man ja an dem Smiley. Aber jetzt haben wir Amberstone. Und. Hey, Nobra, was ist denn? Ich habe dich doch mitgenommen. Was tust denn du dich denn jetzt hier so beschweren? Was soll denn das? Ja, so. So, hallo. Ach, ich hoffe, ich kann dir genau die Liebe geben. Ach so. Oh Gott, Norbert, hör auf, solche Geräusche zu machen. Da fühle ich mich extrem schlecht. Ach so. So, Norbert. Bam. Zufrieden? Gut. Was habe ich denn? Das habe ich schon. Was ist denn Norbert? Was ist denn? Boah, das ist aber ganz schön brachial, ne? Es tut mir leid, Goldhope. Es tut mir so leid. Ich liebe dich und ich liebe dich auch, Nightstar.
Aber ich brauche Amberstone, damit wir das halt als vergessene Dinosaurier bekommen. Aber ich werde euch wieder mitnehmen. Keine Sorge. Jetzt will ich aber mal kurz gucken. Ach, das sieht so anders aus, Amberstone. Dann. Wie klein ich bin. Und wie wenig Geld ich habe. Um irgendwas zu kaufen, ist das cool. Das nenne ich mal natürlich. Da ist die Frage, was nehme ich denn überhaupt? Ich würde ja so braun nehmen. Was nehme ich denn? Am besten nehme ich ja eigentlich sowas. Weil das passt ja mehr dann zu dem Winter. Aber das muss ich erstmal sparen. Ne? Das sparen wir jetzt alles nochmal eine kurze Runde. Und ja, ich würde jetzt mal sagen, ich werde an dieser Stelle die Folge beenden. Ich werde auf jeden Fall, muss ich mal schauen, vielleicht werde ich auch Amberstone erstmal hochleveln. Soweit. Und dann werden wir uns auf jeden Fall in das Tal der Könige, sage ich schon, ins Tal der verborgenen Dinosaurier gehen, wenn sie dann so einige, ja, eine höhere Stufe hat, einfach nur, ne, einfach mal so spaßenshalber. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall dann eventuell schon vor Elizabeth dann wieder, wenn wir dann uns in das Tal der Vergessenen, oder heißt es Vergessenen, in das Tal der verborgenen Dinosaurier gehen. Ja. Und ich bin ganz gespannt, wie das jetzt mit Amberstone jetzt so weitergehen wird. Also mein Herzblut ist immer noch mal wahr, also wegen Goldhope. Ich meine, ist schon wirklich, ich finde es halt schon übelst schön, vor allen Dingen die verschiedenen Farben von der Mähne. Und ja, ich weiß, übelst schön. Und ja gut, oh Gott, das wird ein ganz, ganz großes, schlimmes Erlebnis immer werden für mich, wenn ich das eine Pferd abgebe und das andere nie wieder benutze, weil ich mich an das andere Pferd gewöhnt habe. Denke ich so, nee. Naja, okay. Genug geredet. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.